Heute ist der nächste Tag beim DLRG-Rettungsschwimmen für meinen Silberschein. Und ich habe hier eine Liste voll mit Aufgaben, die ich abzuarbeiten habe. Und die werden halt jede Woche abgearbeitet. Und mal sehen, was heute passiert. Ich nehme euch mal mit rein. Ich bin total zufrieden mit heute, weil ich heute versagt habe. Ich habe heute eine Disziplin nicht geschafft und das finde ich super gut, weil jetzt geht die Challenge los. Jetzt muss ich wirklich trainieren, auf meine Ernährung achten und ich bin ziemlich froh, weil ich komme nicht hierher einfach um Bestätigung zu bekommen oder sowas, sondern ich möchte gerne sehen, was ich kann und an meinen Schwächen arbeiten. Und ich habe heute musste ich 25 Meter musste ich heute tauchen und habe es nicht geschafft. Ich habe drei Versuche gehabt. Ich habe erst 18 Meter, dann 17 Meter und dann 16 Meter. Also ich habe mich konstant verschlechtert und muss es beim nächsten Mal nochmal machen. Das ist jetzt nicht schlimm, aber ich werde jetzt üben müssen und auch mal am Wochenende herkommen müssen und tauchen üben. Ansonsten super geil. Kleiderschwimmen. Ich musste mir so weiße Klamotten anziehen und damit musste ich innerhalb von 12 Minuten 300 Meter schwimmen. Ich bin Brust geschwommen, weil das sehr leicht für mich, das ist mir sehr leicht gefallen. Das ist deutlich leichter als zu kraulen für mich. Und habe es auch von der Zeit auch locker hinbekommen. Schwierig war es, die Klamotten im Wasser auszuziehen und dann musste ich die halt auch 3 Meter weit werfen, die Klamotten. Das war kurzzeitig ein bisschen spannend für mich. Und ansonsten musste ich noch 3 verschiedene Sprünge machen. Es gibt einmal den Kopfsprung, dann gibt es, also es gibt einen Kopfsprung, das bedeutet, dass man möglichst tief ins Wasser eindringt. Dann gibt es einen, ich glaube, Weitsprung oder sowas, Kopfsprung. Ja, also es ist so eine Art Körper und damit springe ich möglichst weit vom Land weg. Und dann gibt es noch eine Art Bombe, ich glaube Kiste, das nennt sich Kiste. Da muss ich mit flachen Füßen und mit den Hintern zuerst geraden Rücken ins Wasser reinspringen. Und das war's für heute. Ja, ey, ich freue mich, dass ich es nicht auf der Kette bekommen habe mit dem Tauchen, weil wie gesagt, jetzt wird's spannend, jetzt wird's cool. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, bis demnächst. Tschüss.